Hey Leute, ich bin's, David vom Schießstand, und heute ist es endlich soweit. Ich hatte jetzt im letzten halben Jahr auf jedem Trip diese kleine Tasche mit dabei. Da drin steckt ein 100mm Filtersystem von Haida. Und darum geht's in diesem Video. Film ab! An irgendeinem Punkt wird wahrscheinlich jeder gerne mal Langzeitbelichtungen ausprobieren wollen. Gerade in der Landschaftsfotografie. Ich bin jetzt definitiv nicht der Meister der Langzeitbelichtung. Aber was ich gerne mache, ist mich immer wieder herauszufordern mit neuen Dingen, die ich noch nicht probiert habe. Genauso eben auch das Thema Langzeitbelichtung. Und was ich noch lieber mache, mit Technik und Zubehör spielen, was meine Fotografie ein bisschen weiterbringt. Kommt man auf die Idee, Langzeitbelichtung das erste Mal zu versuchen, wird der erste Einkauf wahrscheinlich sowas hier sein. Ein herkömmlicher Schraubfilter für euer Objektiv. Das hier ist jetzt ein ND400 von der Firma Haida in der Größe 82mm. ND400 heißt, dass der Filter eure Belichtungszeit um den Faktor 400 verlängert. Das heißt, er ist so dunkel, dass ihr 400 mal länger belichten müsst. Das heißt, wenn ihr vorher eine 100stel Sekunde Belichtungszeit habt, braucht ihr mit diesem Filter 4 Sekunden Belichtungszeit für ein optimal ausgeleuchtetes Foto. Und das reicht in vielen Fällen schon, um Wasser glätten zu können. Also zum Beispiel, um an einem Wasserfall die Strahlen seidig erscheinen zu lassen oder aber auch, um zum Beispiel Wellen auszubügeln und das Wasser seidig glatt erscheinen zu lassen. Aber diese Schraubfilter haben leider ein paar Nachteile. Erstmal, wie der Name schon sagt, werden sie geschraubt. Das heißt, man steckt die hier vorne als Objektiv und schraubt die fest, wie so ein UV-Schutzfilter oder sonstiges auch. Der Nachteil davon ist aber, dass diese Gewinde auch gerne mal verkanten. Und dann bekommt man den Filter unter Umständen hinterher nicht mehr runter. Ist jetzt zum Glück nicht passiert. Noch dazu ist es schwer, diese Filter zu stapeln. Wenn man zum Beispiel zuerst auf dem Objektiv einen Polfilter hat und dann noch einen ND-Filter, kann es vorkommen, dass Weitwinkelobjektive den Rand des Filters aufnehmen und dadurch vignettieren. Und noch dazu sind diese Filter meist durchgefärbt. Das Problem von durchgefärbtem Glas ist, dass Weitwinkelobjektive ja einen sehr breiten Blickwinkel haben. Und am Rand nimmt das Objektiv dann also mehr Verdunklung auf, weil der schräge Weg durchs Glas einfach länger ist als der gerade. Man kann diese Schraubfilter in größeren Größen auch an kleineren Objektiven verwenden, mit solchen sogenannten Step-Up-Ringen hier. Das Problem davon ist aber leider, dass man dann eben zwei dieser verflixten Gewinde hat, von denen ich eben schon gesprochen habe. Und dann gibt es eben auch noch einige Dinge, die man mit Schraubfiltern einfach bauartbedingt nicht realisieren kann. Zum einen wäre das Thema Verlaufsfilter. Zu Verlaufsfiltern erkläre ich euch gleich noch was. Und noch dazu eben die Kombination aus Pol, ND und Verlaufsfiltern. Also wenn man die Filter stapelt. Und an diesem Punkt kommen dann Steckfiltersysteme ins Spiel. Die ermöglichen nämlich genau das, wo Schraubfilter ihre Probleme haben. Nämlich zum Beispiel das Kombinieren von mehreren unterschiedlichen Filtern, also das Stacken oder Stapeln und eben vor allem das Einstellen von Verlaufsfiltern. Diese Filtersysteme gibt es je nach Kamerasystem und vor allem Objektivgröße in 75mm, 100mm oder 150mm Größe. Diese Millimeterangabe beschreibt die Breite des Filterglases. Und eigentlich gilt, umso größer und umso weitwinkliger ein Objektiv ist, desto größer muss auch das Filterglas sein, damit es eben nicht vignettiert. 75mm eignet sich vor allem für kleinere Kamerasysteme, zum Beispiel Micro Four Thirds oder APS-C Kameras, die sonst mit einem Filtergewinde von unter 50 bis maximal 62mm daherkommen. 100mm eignet sich für alles darüber. Also zum Beispiel gängige 16 bis 35mm Objektive mit einem 82mm Filtergewinde, wie sie an Vollformatkameras normal sind. Und 150mm wäre für alles, was noch weitwinkliger ist oder eben alles, was noch größer ist. Weitwinkliger vor allem dann,
weil die meisten Objektive, die zum Beispiel 12 bis 24 mm als Zoom abdecken, eben kein Filtergewinde mehr haben. Denn bei diesen Objektiven muss das Filtersystem dann nochmal ganz anders montiert werden, als das hier beim 100 mm System der Fall ist. Aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, denn ich denke, für die meisten wird so ein 100 mm Filtersystem am interessantesten sein und das will ich euch heute zeigen. System heißt, wie der Name schon sagt, es besteht aus mehreren Teilen. Im Gegensatz zu Schraubfiltern, die ja nur ein einziges Teil sind. Teil 1 wäre der Montagering. Den gibt es in verschiedenen Größen, hier zum Beispiel 82 mm, 77 mm oder 67 mm. Je nach Filtergewinde, was ihr an eurem Objektiv habt. Ich habe jetzt hier ein 1635 G-Master 2.8, das hat ein 82 mm Filtergewinde, also verwende ich dort den 82 mm Ring. Der wird wie gewohnt ans Filtergewinde geschraubt, aber hier ist jetzt noch nichts drin, also kein Glas, sondern einfach nur dieser Montagering. Und an diesen Montagering kommt der Filterhalter. Wenn man hier diese Nase zurückzieht, fährt dieses Metall zurück und man kann den Filterhalter problemlos am Montagering andocken. Der wichtigste Teil des Systems sind aber die Filter. Die Filter sind quasi einfache Glasplatten bei diesem Filtersystem. Was heißt einfach? Also das hier ist zum Beispiel der Haida Nano Pro MC ND64 Filter in 100 mm Größe. Das ist ein 2 cm dickes Glas, aber im Gegensatz zu den Schraubfiltern ist das nicht durchgefärbt. Das heißt, nur die vorderste und hinterste Schicht des Glases sorgen für die Verdunklung. So vignettiert das Glas dann am Ende im Filtersystem bei Weitwinkelobjektiven weniger. Auf der Rückseite des Filterglases ist hier jetzt noch so ein Schaumstoff aufgeklebt und der Schaumstoff sorgt einfach dafür, dass kein Streulicht ins Objektiv gelangt und euch eure Langzeitbelichtung versaut. Der Filter wird dann so hier von oben in den Filterhalter geschoben und schon habt ihr euren ND64 Filter installiert. Aber viel entscheidender statt dieser eine einzelne Filter ist die Kombination von Filtern. Zum Beispiel eben, wie vorhin schon gesagt, mit einem Polfilter. Oder eben auch mit einem Verlaufsfilter, aber das zeige ich euch gleich. Das hier ist der Polfilter für dieses Filterhaltersystem. Und der Vorteil davon ist, der Polfilter wird quasi einfach in den Montagering geschraubt. So, dann kann man den Polfilter separat einstellen und anschließend den ND-Filter installieren. Leider ist es in dem Fall hier jetzt so, dass das Objektiv bei 16 mm mit dem Polfilter vignettieren würde. Aber bei 17 mm ist dann schon wieder alles einwandfrei. Und dann die nächste Möglichkeit der Kombination und das wäre dann Polfilter, ND-Filter und eben noch ein Verlaufsfilter. Die Verlaufsfilter für diese Filtersysteme sind etwas größer, die sehen so aus. Der ist jetzt immer noch 100 mm breit, aber 150 mm lang. Und hier handelt es sich um den Haida Nano Pro MC Soft GND 0,9. Das heißt, das ist ein ND8 GND-Filter. GND steht für Graduated Neutral Density, also verlaufende Neutraldichte, also eben ein Verlaufsfilter im Deutschen. Und dieser Verlaufsfilter, das seht ihr vielleicht schon, ist oben dunkel, unten hell und in der Mitte ist ein leichter Übergang eben zum Dunklen. Der Vorteil davon ist, den kann man hier reinschieben und umso weiter man den Verlaufsfilter dann nach unten schiebt, umso stärker wird seine Verlaufswirkung auf das Bild. Und diese Verlaufsfilter braucht man vor allem, wenn man Landschaftsaufnahmen mit Himmel im Bild macht. Der Himmel ist ja meistens heller als die Landschaft darunter. Das heißt, der Verlaufsfilter oben dunkelt dann den Himmel leicht ab und so habt ihr mehr Struktur in der Wolkendecke, im Himmel und so weiter und so fort. Viele moderne Kameras bekommen das auch über ihren Dynamikumfang hin. Aber wenn man es alles in Kamera machen möchte, also nicht in der Nachbearbeitung am RAW-Material, dann ist so ein Verlaufsfilter das Richtige oder eben aber auch für Kameras, die nicht so einen krassen Dynamikumfang haben. Noch dazu lässt sich so eben auch noch ein bisschen mehr aus der Kamera rausholen, indem man den Himmel quasi schon vorher abdunkelt und sich nicht einfach auf seine RAW Processing Power verlässt. Und diese Verlaufsfilter gibt es noch in anderen Ausführungen,
Zum Beispiel stärkere oder schwächere Verdunklung, zum Beispiel ND4 oder ND16. Oder eben Medium bzw. Hart. Medium oder Hart bedeutet in dem Fall einfach, dass der Übergang von hell zu dunkel etwas stärker ausfällt. Zum Beispiel, wenn man einen Sonnenuntergang fotografieren will, die Sonne sehr nah am Horizont steht, dann bietet sich so ein Hart-ND-Filter oder sogar ein Reverse-GND-Filter an. Der ist dann quasi in der Mitte am dunkelsten und wird nach oben wieder heller, so wie man es für den Sonnenuntergang, wenn die Sonne genau am Horizont steht, brauchen würde. Oh Gott, scheiße, ich zerlaufe hier gerade. Eine übelste Luftfeuchtigkeit. Raus aus der feuchten Dschungelhitze, rein in die trockene Strandhitze, und das ist doch deutlich angenehmer und vor allem zerläuft man nicht ganz so sehr. Bisher habe ich vor allem über die generellen Vorteile von so einem Filtersystem gesprochen. Kommen wir aber mal zu den Haida Nano Pro Filtern selbst. Nano Pro ist quasi denen ihre neueste Serie. Das steht für die Vergütung, die Beschichtung des Glases. Die Filter sind wie schon gesagt 2 mm dick, Vorder- und Rückseite ist verdunkelt, so dass das Glas nicht durchgefärbt ist, was wie gesagt diese Vignettierung verhindert. Das ist bei vielen Filtern der Fall, vor allem bei Glasfiltern, wenn das solche Plattenfilter in 150 oder eben 75 mm ist. Die Nano Pro Filter sollen sich aber vor allem dadurch auszeichnen, dass sie kaum Farbverfälschung haben. Also dieses Glas hier versucht quasi neutral grau zu sein, so dass ihr nicht irgendeinen grünen Magenta-Lila-Stich in euren Bildern habt, wenn ihr mit dem Graufilter fotografiert. Das gelingt nicht allen Filtern. Zum Beispiel bei der älteren Serie von Haida, diese Pro 2, da sieht man doch schon eine leichte Farbverfälschung, die sich aber in der RAW-Nachbearbeitung korrigieren lässt. Diese Nano Pro Filter hier, die haben das Problem nicht. Also wirklich, ich habe jetzt schon einige Bilder mit diesen Filtern gemacht und mir ist kaum Color Cast aufgefallen und das ist wirklich hervorzuheben. Aber ein weiterer Vorteil von so einem 100mm System ist auch die Tatsache, dass man sich alle 100mm Filter kaufen kann. Das heißt, wenn einem jetzt die Filter des Herstellers, für den man sich anfangs entschieden hat, nicht so richtig wirklich zusagen, dann kann man sich im Nachhinein immer noch die Filter eines anderen Herstellers kaufen und die trotzdem mit demselben Filterhalter verwenden. Bisher bin ich in meinen Tests sehr zufrieden mit den Haida Nano Pro Filtern gewesen. Die haben mich eigentlich in keiner Situation im Stich gelassen. Ich hätte vielleicht in der einen oder anderen Situation gerne noch einen etwas spezielleren Verlaufsfilter gehabt, aber an sich ist so ein Set aus ND64, ND1000 und einem Soft-GND8 wirklich eine gute Wahl. Und diese Nano Pro Filter-Serie hier, die zeichnet sich echt durch die Robustheit und die gute Beschichtung aus. Also selbst wenn man hier mit seinen Fettkrabbeln draufdatscht, bleibt da kaum ein Rückstand auf dem Glas, was natürlich für die Beschichtung spricht. Und im Endeffekt kann man das einfach, indem man es am T-Shirt abreibt, wieder reinigen. Wer auf Nummer sicher gehen will, der nimmt natürlich lieber ein ordentliches Mikrofasertuch, um den Filter sauber zu bekommen. Aber Kratzer hat meiner hier jetzt noch nicht. Die Filter, die ich euch gezeigt habe, sind alle aus der Haida Nano Pro Serie. Aber mittlerweile hat Haida auch noch was Neueres im Programm, nämlich die Red Diamond Serie. Und da soll das Glas nochmal ein Stück robuster sein und auch die Beschichtung noch weiter verbessert worden sein. Die Filter sind auch natürlich teurer, das ist klar bei einer neueren Serie. Und da wären wir dann auch schon beim Thema Preis. Denn so ein Filtersystem geht ganz schön ins Geld. Für so ein Komplettset zahlt man zu um die 400 Euro. Je nachdem, für was für eine Serie und was für einen Hersteller man sich entscheidet. Will man dann zum Beispiel noch einen Poolfilter mit dazu haben, kann das auch nochmal schnell deutlich teurer werden und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist sowas meiner Meinung nach etwas, was in die Fototasche eines Landschaftsfotografen gehört, der sich auch gerne mal mit Langzeitbelichtung beschäftigt. Und bei Langzeitbelichtung kommt ja doch meistens schon relativ schönes Fotomaterial raus. Gerade wenn man das Meer oder eben Wasser fotografiert. Und was auch noch wichtig ist für eine gute Langzeitbelichtung, ist ein richtig schön stabiles Stativ und am besten ein Kabelauslöser oder einen Funkfernauslöser. Aber darauf gehen wir jetzt in diesem Video nicht speziell ein. Wenn ihr ein Video dazu sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten, was haltet ihr von so einem 100mm Filtersystem? Wäre das was für euch? Habt ihr schon ein Filtersystem im Einsatz? Oder verwendet ihr, wenn ihr Langzeitbelichtung machen wollt, immer noch Schraubfilter? Ansonsten findet ihr die Links zu all dem vorgestellten Zeug unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal.
Ciao, bis zum nächsten Mal.